Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung, On-Page-Suchmaschinenoptimierung, also was ihr auf eurer Seite verbessern könnt. Jetzt juckt mir die Nase, sorry. Und zwar gibt es ein Tool, das euch anzeigen kann, wie eure Seite bei Suchmaschinen gelistet wird. Also nicht, wo sie gelistet wird, sondern wie sie gelistet wird. Ihr kennt ja das bei Google, hat man diese. Suchergebnisliste, dann sieht man den Titel, man sieht diesen Text, die Beschreibung und den Link. Das gilt es eben auch zu optimieren. Der Titel als auch die Beschreibung sollte natürlich optimiert sein, wenn man möglichst viele Besucher auf seine Seite kriegen will, denn ein potenzieller Besucher möchte ja sehen, was erwartet mich auf der Webseite, wenn ich diesen Link dann anklicke. Und das können wir eben durch eine gute Titel- und auch Beschreibungsauswahl steuern. Und da gibt es ein kostenloses Online-Tool und das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Bevor wir jetzt aber gleich mit dem Thema starten, noch ein Hinweis. Wenn dir Videos dieser Art gefallen, dann schau dich auch gern mal, nachdem du das Video jetzt fertig geschaut hast, auf meinem Kanal oben. Da gibt es ganz viele Videos rund um Typo 3 und Extensions, ab und zu auch mal zu anderen Themen. Und wenn dich das interessiert und du das noch nicht gemacht hast, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und natürlich auch, wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du nämlich keine zukünftigen Videos. Das wäre sehr cool. Und dann sage ich jetzt schon mal Danke, aber jetzt geht es weiter mit dem Thema. Gut, ein Wort noch, wenn ihr jetzt natürlich ein Content-Management-System nutzt, wie tubo 3 oder vielleicht auch WordPress, dann habt ihr vielleicht schon Extensions bzw. Plugins wie Yoast SEO oder CS SEO oder etwas in der Art installiert. Dann braucht ihr dieses Tool nicht, weil viele dieser Plugins oder Extensions haben eine integrierte Snippet-Vorschau. Dann brauche ich kein externes Tool, dann ist es in meinem CMS schon integriert. Aber vielleicht nutzt du ja ein Shop-System zum Beispiel, das keine solche Funktion integriert hat. Oder du machst eine ganz kleine statische Webseite oder mit einem Static Site, Generator, was auch immer. Du hast halt kein integriertes Tool dafür. Und dann kann das ganz nützlich sein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist auf der Website von Systrix. Das ist dieser sub Snippet Generator. Und wir sehen das hier in diesem Beispiel schon. Du kannst hier eine URL eingeben, kannst die dann prüfen lassen. Und dann wird hier einfach ein Desktop und ein Mobile Snippet ausgegeben. So sieht also deine Seite dann bei Google, also die gehen hier immer auf Google ein oder von Google aus besser gesagt, in der Desktop-Ansicht aus oder in der mobilen Ansicht. Dann siehst du hier noch ein paar Tipps und kannst das ganze eben dann pro Seite optimieren und ich werde jetzt einfach mal als Beispiel hier meine eigene Website reinhauen so sag URL prüfen und jetzt sehe ich hier aha Okay, Type 3, Seminare, Support und Videokurse, Wolfgang Wagner, bla 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 bla. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also mein Text hier ist nicht zu lang und ich glaube, man weiß relativ schnell, um was es auf der Webseite geht. Hoffe ich zumindest. Wenn man es nicht weiß, dann lasst mich das gern wissen. Gebt mir Kommentar, wenn es unklar ist. Aber ich glaube, man weiß relativ schnell, was man auf meiner Seite so erwarten kann. Das gleiche hier Mobile, auch hier sehe ich, der Text ist nicht zu lang. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, in der mobilen Ansicht wird tatsächlich ein bisschen mehr Text angezeigt wie in der Desktop-Ansicht. Also, das würdet ihr dann sehen, wenn jetzt der Text. So lang wäre. Dann sehe ich hier unten eben den Titel. Er sagt mir hier riskant, ja, der ist schon grenzwertig lang. Idealerweise könnte ich vielleicht meinen Namen da weglassen, wobei der Name da ja eigentlich schon hingehört, weil es ist ja meine Webseite. Die Beschreibung ist gut, die ist nicht zu lang. Die könnte sogar noch ein bisschen länger sein. Wir haben ja auch so einen Balken. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwas reintippe, dann seht ihr, wächst das mit. Und wir können auch mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier mehr reinschreibe. Jetzt ist es zu lang. Und wir sehen, ja, weil ich glaube, das hier stimmt nicht. Nee, das kann nicht sein, dass das so viel ist hier. Oder? Ist es wirklich so viel? Aber wir sehen, hier wird der Text schon wesentlich früher abgeschnitten in der Desktop-Ansicht wie in der mobilen Ansicht. Wobei ich fast das Gefühl habe, dass das hier auch schon zu lang ist. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Also, da könnt ihr das eben testen und optimieren und müsst dann halt den optimierten Text, den optimierten Titel in euer System übertragen noch. Da ja, könnt ihr unten noch ein paar andere Sachen einstellen. Keyword eingeben. Gebe ich mal Typo 3. Ein hier, bringt das jetzt hier irgendwas? Ja, dann wird das hier ein bisschen hervorgehoben, aber ob jetzt da was äh, sich tut, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber mir geht es hauptsächlich eben um diese Ansicht hier. Das finde ich ganz praktisch. Wenn man eben kein integriertes Tool in seinem CMS hat, kann man sich das mal anschauen. Ja, das war schon wieder ein sehr kurzes Video mit einem kleinen Tipp zu einem Online-Tool. Ich hoffe, das bringt dir irgendwas. Und lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr noch andere solche Tools kennt oder was ihr dafür nutzt. Das würde mich natürlich immer interessieren. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und natürlich wäre es extrem cool, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dann.